So, damit hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Graveyard Keeper. Wir haben endlich das lang ersehnte Aristokratenpapier. Wir haben so viele Exhuminierungsanträge. Wir können den kompletten Friedhof einmal umgraben. Und genau das würde ich heute gerne machen. Ist vielleicht nicht unbedingt spannend. Ich weiß auch noch nicht so recht, was wir mit den ganzen Leichen machen. Oder ob die einfach weg sind. Kriegen wir dann noch was? Fragen über Fragen. Und gratuliere. Jurik hat mir erzählt, dass du jetzt adelig bist. Ja, aber woher wusste er das? Naja, er folgt dir halt gerne. Auch wenn du ihn nicht siehst, heißt das nicht, dass er nicht direkt hinter dir ist. Ist er jetzt hier? Na bestimmt. Ja. Wirklich, das war's? Sonst hast du mir nichts zu sagen? Das ist echt traurig. Genauso traurig, dass wir hier kein einziges dunkles Organ mehr bekommen. Dann dauert das mit der Inquisition ja noch länger. Ich kann doch nicht ewig warten. So, hier müssen wir demnächst auch Nachschub holen. Das sollten wir möglichst nicht vergessen. So, dann fangen wir hier mal an. Ich würde einmal komplett alles abbauen, also auch die Grünflächen. Und das hier kann dann unser Arbeiter oben wieder in Steinen umwandeln. Ist das dein Scheiß Ernst? Ich muss die trotzdem noch verbrennen. Kriege ich dafür nochmal so eine Bestattungsurkunde? Dann würde ich mich nicht beschweren. Ich will doch hier richtig abreißen. Oh Gott, ich muss die wirklich alle ausgraben und dann nochmal separat wegarbeiten. Boah, das wird ewig dauern. Und wir werden so viel Holz brauchen. Das ist schrecklich. Oh, ein dunkles Herz. Hat man noch nicht, ne? Das muss ich sofort mal untersuchen. Blut. Lass mich raten, ich muss jetzt schon Papier und so loswerden. Hier, Bestattungsurkunde. Keine Sorge, werte Leiche, ich komme sofort wieder. Das haben wir gleich. Und das können wir morgen abgeben. Dann sind wir da unserem Ziel auch schon mal gewaltig näher. Ah ja, die habe ich ja auch noch. Die könnten wir direkt beim Friedhof lassen. Sollten wir, denke ich, auch. So, das hier. Oh, er macht mal goldenes Bier. Könnten wir demnächst verkaufen. So. Ach, ich habe das Fleisch ja noch. Doch, ich habe Fleisch mit. Gut. Ich habe nur vermutlich nicht genug Glauben, um dieses dunkle Herz zu erforschen. Aber das würde halt so viele blaue Punkte geben. Ich sollte allein dafür eigentlich schon wieder eine Torte machen, damit sich das lohnt. Oha, ich krieg wirklich noch mal
ich kassiere an den Leichen doppelt. Ist das nicht irgendwie Betrug oder so? Na komm, so nötig habe ich die Steine gerade jetzt noch nicht. Tatsache. Hey, wie gut. Das ist fast schon unverschämt. Aber auch so gut. So, die können direkt hier bleiben. Das hier würde ich tatsächlich jetzt einfach direkt zerstören. Oh, stimmt ja. Und hier hinten können wir doch inzwischen auch abbauen. Aber wir können ja den kompletten Friedhof machen. Wir müssen auf jeden Fall das ganze Holz hier als Brennholz investieren. Das ist wichtig. Dann haben wir hier super viel Platz. Ob wir den jemals voll bekommen? Und wenn der voll ist mit überall den schickesten Sachen, können wir den irgendwie auf über 100 Punkte bekommen? Frage ich mich. Ja, ich meine, gut, jetzt hier das ganze Holz wegzubekommen, das ist nicht so geil. Da komme ich nicht durch. Ich hätte diesen Busch hier gern weg. Und diesen Baum. Auch wenn er cool ausschaut, aber irgendwie stört er doch. Oh Gott, das ganze Holz wegbringen. Kann ich nicht hier einen Zombie hinstellen? Gibt's hier eine Transportbox? Wahrscheinlich nicht. Och Mann. So, warte, Rasen können wir ja generell schon mal wegmachen. Das hier. Und das war alles mal so teuer. Wir haben da ewig gespart. Aber manchmal muss man sich auch von schönen Sachen trennen. Und um ehrlich zu sein, ich drücke mich gerade auch mehr davor, das ganze Holz wegzuschaffen. Würdest du mal... Hallo? Achso, funktioniert nicht, wenn ich draufstehe. Verstehe ich nicht. Hier geht er auch einfach von alleine weg. Also das hier müsste mal weg, sonst komme ich da nicht an die Grünfläche. Können wir die eigentlich auch alle nochmal ausgraben? Ausnehmen, meine ich. Oder sind die noch auf dem Stand? Ich meine, vielleicht, aber nur vielleicht, ist ja mal ein dunkles Organ dabei. Können die mit der Zeit dunkel werden? Weil dann könnte ich hier richtig Organhandel starten. Achso, das Grab hier ist wahrscheinlich auch im Weg, ne? Dachte ich mir. So, keine Ausdauer mehr, kein Problem. Ach, jetzt geht's. Cool. So, ich will dich gleich mitnehmen. Wir werden halt wirklich nicht drum rumkommen, das ganze Holz hier von Hand nach Hause zu tragen. Und dort dann zu verarbeiten. Es geht nicht anders.
Und ich muss auch jetzt schon damit anfangen. Wir haben kein Brennholz mehr. Ob wir wohl bei Gelegenheit einen Zombie dahinstellen könnten, der unendlich Brennholz macht. Also können wir an jede Werkstation einen Zombie einfach hinstellen. Weil ich dachte ursprünglich, das muss immer extra so klassifiziert sein. Aber vielleicht liege ich auch falsch. So, Holzscheite. Mal ganz schnell. Das Problem ist, wenn ich das einen Zombie machen lasse, das wird halt unheimlich lang dauern. Die sind dann nicht so schnell. Was kann ich mal ablegen? Da weiß ich nicht, ob er das auch auseinandernehmen kann. Aber hier... Wo ist es denn? Das hier darfst du auch unendlich oft machen. Das hier auch. Und das hier wird vielleicht noch kommen. Schauen wir mal. So, hier können wir wieder aufräumen. Wir haben schon wirklich lange kein Eisen mehr bekommen. Wieso? Haben wir Holzprobleme? Stein. Das könnte gut sein. Dann solltest du bitte das hier auch unendlich oft machen. Wir werden hier noch sehr viel mehr Kisten brauchen. Ich sag's bloß. Habe ich Frau... Och nein, ich habe Frau Armut verpasst. Die wird jetzt bestimmt schon gehen. Ich versuch's mal schnell. Aber vorstellen kann ich mir nicht, dass wir die gute Dame noch erwischen. Dafür sind wir zu weit weg. Oh nein. Wie konnte das nur passieren? So, Lagerhaus ist schon wieder voll. Gefällt mir gut. Natürlich nicht. Warum? Du redest lieber mit meinem Ehemann. Er sagt hier, er hat hier das Sagen. Oh, Fischdelikatessen. Aber das haben wir doch alles schon. Och Mist, wir haben die halt echt verpasst. Oh, wie ätzend. Hallo Esel. Das tut schon fast ein bisschen weh. Schön, wie er hier total ambitioniert immer hin und her läuft. So, wo habe ich die Stöckchen her? Ach so, ja, die habe ich am Friedhof aufgesammelt. Die könnten hier mit in die Holzkiste. Stein hätte ich dann gerne hier mit. Ganz ehrlich, die zerstöre ich jetzt einfach mal. Davon haben wir so viele, die werden wir nie wieder brauchen. Im Keller haben wir auch noch welche. Da nehme ich hier lieber den Platz. Ja, das hier können wir wahrscheinlich auch einfach zerstören. So, ich nehme gleich nochmal Holz mit. So viel wie gerade geht.
Und dann gibt's bald wieder Predigt damit den nächsten Zombie. Und gegebenenfalls hoffentlich auch wieder die nächsten Skills. Sollte zumindest. So, das lassen wir mal gleich hier. Das dürfte wieder eine Zeit lang ausreichen. Andererseits, wir brauchen noch super viel. Da kommen jetzt sehr viele Zombies dazu. Beziehungsweise, es sind ja nicht Zombies, es sind Leichen. Aber es sind potenzielle Zombies gewesen. Jetzt nicht mehr, weil jetzt sind sie zu gammelig. Ach komm, ich warte hier noch schnell. So. Ein Bierchen. So, haben wir vielleicht hier ausnahmsweise mal wieder ein dunkles Organ, ein dunkles Hirn. Haben wir sie dann jetzt nicht alle zusammen? Auch wenn wir den Tag verpasst haben. Aber das ist schon gut so, oder? Wir könnten fast nochmal auf einen Zombie verzichten und dafür das beides erforschen. Ich wäre sogar fast dafür. So, brennen wir noch schnell ab. Die Zeit nehme ich mir. Dann können wir das nämlich gleich mit aufräumen. Auch schön. Ah, das Knistern des Feuers hat schon was Romantisches. Auch wenn es hier sehr stinkt. So. Dann gehen wir das mal aufräumen. Allein wenn wir die Leichen alle verbrannt haben und nochmal die Bestattungsurkunden dafür bekommen. Das Geld. Das ist ja, als hätten wir hier Aktien gekauft. Das ist richtig gut. Ich habe da noch nie 5 Stück auf einmal reingeschmissen. In so einem kurzen Zeitraum vor allem. So, das eine Aristokratenpapier wollte ich sowieso noch oben in die Kiste packen. Das hatte ich vergessen. Hier in die Klopapierkiste. So, Stein läuft. Den Rotz können wir hier auch mal aufräumen. Damit die Kisten dann mal wieder ein bisschen entlastet werden. Hier können wir auch schon wieder ernten. Oh, es ist mir ein Fest. Sehr, sehr gut. Ob das jetzt schon für die letzte Kohlpflanze reicht? Ach, wollte ich nicht eigentlich mal Karotten machen? Mach mal beim nächsten Mal. Okay, reicht leider noch nicht ganz. Und beim nächsten Mal müssen wir dann auch dringend wieder Dünger herstellen. So, der Kohl. Das, boah, wie viel Weizen wir einfach inzwischen immer haben. Die Zwiebeln. Dann können wir die Samen aufräumen. Und ich habe ja noch nicht mal Karottensamen gekauft.
Hätte ich vielleicht mal machen sollen. So, ich lege mich mal wieder schlafen. Und dann sehen wir uns morgen in der nächsten Folge wieder. Bis dahin jetzt noch einen wunderschönen Nachmittag. Mach's gut und ciao, ciao.